Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Stronghold Legends, der Steam Edition. Wir haben erfolgreich die Kampagne von König Artus halb durchgespielt. Ah, denn das Spiel ist fucking verbuggt, dieses Drecksding. Dieses wunderschöne Spiel werden wir aber bestimmt noch irgendwie vollenden können. Und Eis haben wir auch noch durchgespielt. Aber jetzt machen wir erstmal die böse Kampagne, denn das reizt mich gerade irgendwie mehr, als jetzt hier nochmal anzufangen. Und wir sind bei Radu. Schauen wir mal an, was hier so geht. Als mein Bruder und ich im Verlies des Sultans waren, gaben wir uns gegenseitig Kraft. Radu war zart beseelt, und was er sah, nun, es machte ihm schwer zu schaffen, während ich es auf eigenartige Weise faszinierend fand. Das Ritual des Todes kann exquisit sein. Leben auszulöschen ist manchmal durchaus kunstvoll. Nun sucht Radu in meinem Tod Trost. Er wollte mir nicht folgen, als ich loszog, um die Walachei zurückzuerobern. Er fühlte sich verraten, weil ich ihn verließ. Er hat es nicht verstanden. Radu fühlt sich nun als Türke, während ich der Feind aller Türken bin. Das Band der Brüderschaft ist zerrissen. Tja, das Brand der Br das Brand. Das Scheiß drauf, ich rede nicht mehr. Let's go. Seid gegrüßt, mein Freund. Ihr habt mir gut gedient. Es betrübt mich, dass Radu mich jagt. Er hat mich bis zur Burg Poenari verfolgt. Nun nimmt er sie Stein für Stein auseinander, um mich zu kriegen. Die Flucht scheint einzig nach Transsilvanien möglich. Wir müssen die Brücke über die Schlucht wieder aufbauen und die Burg auf diesem Weg verlassen. Ich habe die Lykanthropen der Gegend um Hilfe gebeten. Die Wolfsmenschen helfen, Poenari zu verteidigen, während die Brücke gebaut wird. Ich schicke nach meiner Gemahlin Elisabetta, wenn wir einen sicheren Zufluchtsort gefunden haben. Ich will sie nicht unnötig in Gefahr bringen. Alles klar, der Bruder ist also ordentlich hier am Steine auseinanderreißen. Huch, baut Stein ab, um die Brücke fertigzustellen. Wunderbar, wir müssen 1000 Stein abbauen. Uiuiui, Niederlage, Vlad stirbt. Tipps, schauen wir mal rein. Platziert euer Vorratslager so nah wie möglich an Steinbrüchen. Ja, ist logisch. Es könnte für den Erfolg entscheidend sein, etwas von dem Stein für den Bau von Wellen einzusetzen. Ja, no shit. Der Ochse muss eine große Distanz zurücklegen, so platziert mehr als ein pro Steinbruch. Ja. Werwolf-Truppen werden als Verstärkung geschickt. Setzt diese tödlichen Rekruten zu eurem Vorteil. Ach komm, eure Tipps könnt ihr euch auch sonst wohin schicken. Meine Güte, Feuer ist heiß, steht da als nächstes. Okay, spielen. Oh! Alter, 5 Euro für den Grafiker. Vielleicht sogar 10. Haben sie einfach noch eine Sequenz eingebaut? Ich glaub's ja kaum. Ihr müsst ein Vorratslager platzieren. Ja. Auch geil, wie diese Sequenz einfach gar nichts mit dieser Mission hier zu tun hatte. So. Es werden einfach Werwölfe über eine Mauer geschleudert. So, wir haben die Sequenz gebaut. Wir müssen die jetzt irgendwo reinpacken. Aber warte, wurde in der Mission nicht was von Werwölfen erzählt? Ja, komm, pack drauf. Aber, Sir, da sind gar keine Mauern oder so. Egal, rein, rein, rein. Okay, gut, egal. Ich setze mich mal ganz kurz richtig hin. Ich sitze hier wie ein Stück Wasser. Hier ist so ein Schluck Wasser in der Kurve. Gut. Das sind unsere Verteidigungstruppen. Das ist ja jetzt gerade noch nicht allzu viel. Hier unten ist der riesige Steinbruch. Die müssen hier den... Ja, schade, das kann ich nicht da unten hin. Die müssen hier diesen Weg hoch, um dann hier vorne zum Vorratslager zu kommen. Ach, herrje. Ja, gut. Sire, die Truppen eures Bruders marschieren auf unser Land zu. Sie sind viel zu groß, als dass wir sie aufhalten könnten. Unsere einzige Hoffnung ist es, die Brücke nach Transsilvanien zu reparieren und zu fliehen. Ja, das kriegen wir hin, keine Sorge. Wir bauen erstmal hier ein bisschen, ne? Das, was wir alles brauchen. So. Zack, zack, zack. Holz, Holz. Passt hier unten irgendwo ein Holzfäller hin. Wunderbar. Passen ja auch zwei Holzfäller hin. Das wäre ja ein kleiner Traum von mir. Unter unserer Burg gibt es ein großes Steinvorkommen. Wir müssen baldigst Stein abbauen, denn wir brauchen starke Wälle, wenn wir den Zaun eures Bruders standhalten wollen. Ja. Machen wir, machen wir, machen wir. Okay, hier vorne kommen also die Boys her. Das heißt, hier können wir erstmal eine Mauer ziehen. Um erstmal sicher zu sein, würde ich sagen. Ja. Sieht gut aus. Sieht für mich ziemlich gut aus. Dann können wir hier das hier draufstellen. Bogenschützen können schon mal hier vorne drauf. Hatte ich hier nicht zwei? Rücken vor. Das sind zwei. Ach nee, da vorne steht noch einer. Okay. Du gehst auch erstmal hinter die Mauer, damit du da vielleicht später was reißen kannst. Ihr könnt auch auf aggressiv. Burgtor würde ich auch noch gerne hier reinklatschen. Obwohl, ich könnte auch einen kleinen Turm hier hinstellen. Ein kleiner Turm wäre tatsächlich auch ganz angenehm. Wenn die auf den Turm. Okay, dann ist die Seite hier schon mal fertig. Gut, dann. Wir haben ja genug Holz.
können wir ein bisschen unseren Futtervorrat hier stärken. Mal 1 und 2 und 3. Ein, zwei Gehöfte noch dabei. Zack, zack, zack. Da, komm. Zack. Und später können wir noch eine Waffenkammer und sowas bauen. So, das dürfte jetzt erstmal gehen. Jetzt bauen wir noch ein bisschen Holz. Kaufen wir noch ein bisschen Holz. Oh, sorry. mein Arm hier, an dem ich das Mikro hier befestigt habe, der ist etwas am rumquietschen. Upsi-dupsi. So. Zack. Wir müssen möglichst viel Stein hier abbauen. So, 3 Stück passen da schon mal hin. Und jetzt müssen wir auf Holz warten. Wir haben nur einen Holzfäller, weil da nur einer gerade hinpasst. Aber wir warten, wenn der ein paar Bäume hier gefällt hat, dann passen hier vielleicht noch 2, 3 mehr hin. So, aber das wird schon gehen hier. Gut. Wir haben noch ein bisschen Gold. Vielleicht reicht das? Nee, das reicht nicht, um noch eine... Ich kann keinen Stein kaufen. Ja, gut, macht Sinn, dass ich keinen Stein kaufen kann. Oh, ich kann hier aber... Oh, das kann ich hier bauen. Das ist cool. Ich kann Eisen abbauen. Das scheint ja echt eine größere Aktion hier zu werden. Hoffen wir, dass bald Werwölfe zur Verstärkung kommen. Ich sollte hier auch definitiv einen... Sire, die Wolfsmenschen, die ihr angeworben habt, sind eingetroffen. Werwolfwerfer. Wunderbar, ich sollte hier auch hier ein Tor hinsetzen, damit die Werwölfe hier rüber können. Aber die haben ja einen Werwolfwerfer dabei. Ja, nice. Die Wolfsmenschen haben ein seltsames Wurfgerät mitgebracht, my lord. Seltsam, das ist halt ziemlich nice. Die können halt da rein und dann geht die Luzi ab. So. Ja, ihr könnt noch ein Stückchen weiter nach hinten. So, dann kann ich die hier nach drüben. Hut vor Hut? Wo? Oh, ich habe Angst, von hinten angegriffen zu werden. Wo ist sie denn? Hut vor Hut. Noch sehe ich da nichts. Ich brauche auch Stein, um hier eine Waffendingsbums zu bauen und sowas. Oh je. Oh je. Ja, Rahuts Vorhut ist hier. Ich bin jetzt tatsächlich nicht ganz so überzeugt davon, dass die schon da ist. Oh, whoop, Hilfe, was ist hier passiert? Was war das? Was habe ich gedrückt? Okay. Ja, keine Ahnung. Aber es hat funktioniert. Also funktioniert es so. Wo gehen die jetzt hin? Da kommen sie. Okay. Eure Soldaten sind bereit. Ja, geht mal auf die Welle. Wir müssen hier direkt hier vorne ein paar Wölfe hinschicken. Ach Gott, sind das viele. Ach du Kacke. Ach du Scheiße. Okay. Werwolfwerfer. So, hier kann ich die halt reinschicken dann theoretisch. Ich glaube, ich sollte euch echt hier vorne reinschicken. Aber guck mal, die Bogenschützen, das war halt so gut, dass ich hier einen Turm gebaut habe. Die Bogenschützen machen die jetzt halt weg. Und wenn die Lanzenträger hier tot sind... Nein, 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 Katapulte. Katapulte müssen sterben. Katapulte müssen definitiv sterben. Bogenschützen, die dürfen hier nicht rein. So, die schicken das jetzt hier rüber. Die Wölfe kommen jetzt hier vorne hin, um die Leiternträger aufzuhalten. Haltet die Leiternträger aus. Haltet sie auf. Macht weg. Jawohl, wunderbar, wunderbar. Nee, du kannst da hinten bleiben. Scheiße, macht das Katapult kaputt. Katapult. Das muss sterben. Die dürfen hier nicht durchkommen. Wunderbar. Und weiter geht's. Macht das Lager hier von mir aus kaputt. 1A, die kommen hier nicht hoch. Nice. Gut. So, die Wölfe schicken wir hier vorne weiter hin, um die auseinanderzunehmen. Das sind die letzten Truppen, die wir nicht einfach so mit Bogenschützen töten könnten. Das schafft ihr, oder? Ihr seid stark. 4 starke Wölfe. Wunderbar. Was? Mach mal nicht, warum gehst du denn nach oben? Du bescheuerter Boy. Stell dir vorne hin, wir haben ja hier noch die. Die können ja die hier vorne wegballern. Hä, was? Die kommen da hoch. Wie sind die hier hochgekommen? Was? Aber wie? Ach ja gut, da musst du wohl doch angreifen. Wie lautet der Plan? Baller mal hin, aber baller nicht den Burgherrn weg. Oh Gott, baller sie runter. Was? Ich habe nicht mitbekommen, wie sind die hier hochgekommen? Also ich meine, wie sind die Leiterträger da dran gekommen? Unsere Truppen werden angegriffen. Das ist eher ungut. Ich glaube, die Mission haben wir schon mal direkt verloren. Denn der König wird das hier nicht überleben, denke ich. Scheiß die Wand an. Unsere Werkzeuge sind bereit. Scheiß die Wand an. Ich balle hier einfach einmal rein. Der Feind zerstört unsere Gebäude. Ja, ja. Was soll ich machen? Der Burgherr kämpft gerade hier um sein Leben. Kann er überhaupt von diesen Dingern angegriffen werden? Gebt uns etwas zu tun. Hey, die machen das kaputt. Nein, da kommt schon die nächste Front. Ach du Kacke. Okay, das lief nicht. Der Burgherr scheint anscheinend nicht von diesen Dingen angegriffen werden zu können. Aber die werden hier langsam gerade kaputt gemacht. Der Burgherr wird angegriffen. Ich merk's, Kollege, ich merk's. Ich gebe dir nochmal ein Pferd. Einfach damit du ein bisschen mehr, ne, so hast. So, mach mal die hier kurz weg.
Und zack. So, tschüss. Ach, herrje. So, die können wir immer noch nicht rufen hier oben, seine kleine Gefolgschaft. Das sieht schon wieder wie nach... Ja, das sieht nicht gut aus. Jetzt ist der Burke auch komplett hier alleine. Sire, die Wolfsmenschen, die ihr angeworben habt, sind eingetroffen. Gut, das ist gut. Wenn dir das hier vorne alles aufräumen, wäre das absoluter Hammer. Macht mal, räumt auf. Wir müssen ein neues Vorratslager bauen. Einen neuen Kornspeicher meine ich. Ah, nee, wir haben noch einen. Okay, gut. Kämpft weiter. Immer schön weiterkämpfen. Ich weiß nicht, ob ihr das schafft da vorne, aber... Kämpft weiter. Nein. Du hilfst den Wolfsmenschen. Ihr müsst weiter fighten, kommt schon. Ja, das ist nicht schlimm. Gut, das haben wir hier nochmal ein bisschen aufgebaut bekommen. So, Ochsenjochte muss ich hier noch hinsetzen. Ist jetzt zwar gerade nicht das Allerwichtigste, aber muss gemacht werden. Das passt da nicht so. Hin, mein Lord. Gut. Aber das ist hier vorne relativ verteidigt gekriegt irgendwie. Man könnte mal die Leitern hier umschubsen. Jawohl, das können die Wolfsmenschen. Nice. Gut, haben wir ein bisschen Stein bekommen? Nee, wir hatten noch keine Ochsenjochte. Fuck. Macht weg! Schnell! Huh! Okay, das hat funktioniert. Ha, das war überhaupt nicht knapp. Das war gar nicht knapp. Das haben wir ganz easy, ganz souverän haben wir das hier gelöst. Oh. Wir brauchen Holz. Habt ihr hier oben wieder ein bisschen was abgeholzt? Nee, das reicht nicht. Wir müssen ja einfach noch einen Holzfäller irgendwo hinstellen. Ach du Kacke. Ich weiß nicht, wie ihr hier runterkommen wollt. Ach, durch die Leiter. Ja gut, dann gehen wir... Der Feind zerstört unsere Gebäude. Mann, ist das ätzend. Der Burgherr wird angegriffen. Oh je. Ja, das war's dann auch mit dem Burgherrn. Ich meine, ich kann die Dinger hier hinschicken. So, der Burgherr schafft das da oben ja vielleicht. Dann können die Wölfe hier, dass der vorne killt. Aber ich glaube, das müssen wir neu starten. Ich weiß nicht, ob der Burgherr das hier wirklich schaffen kann. Könnt ihr aufhören, meine ganzen Gebäude kaputt zu machen? Ihr Esel. So, helft dem Burgherr nochmal. Der hat ja noch ein bisschen Leben. Der regeneriert sich ja tatsächlich auch. Na komm, schafft ihr es noch hoch? Komm, noch ein bisschen mitkämpfen. Verdammt. Es könnte der aber tatsächlich schaffen hier. Die fallen ja um wie die Fliegen hier vorne. Dann habe auch diesen Angriff überlebt, irgendwie. Radus Truppen greifen wieder an, Sire. Haben die jemals aufgehört anzugreifen? Bruder. Nice. Gimme. Oh, wichtig. Wichtige Leute hier vorne. Sehr, sehr wichtige Leute. Du Burgherr, verpiss dich. Renn um dein Leben. Hä, wie bist du da? Ach nee, du bist noch nicht runter. Okay, ich dachte, du bist runtergegangen. Der Burgherr muss ganz schnell hier weg. Sire, die Wolfsmenschen, die ihr angeworben habt, sind eingetroffen. Ja, 14 Sire, Stück. Weitere Wolfsmenschen sind uns zur Hilfe gekommen. Gut. Gut, der Burgherr, der muss sich erstmal ein bisschen regenerieren. Die Wölfe müssen kämpfen. Die haben nämlich gerade alle unsere Bogenschützen hier getötet. Ach du Kacke. Ja, ich würde sagen, wir können die jetzt einfach hier reinschicken, aber bringt halt auch nichts. Oh, ups. Naja, das bringt nichts, die hier reinzuschicken. Die müssen hier vorne einfach mal die Leitern umschubsen. Schubst die Leitern doch um, oder ihr kämpft da vorne einfach weiter wie die Wilden. Wollt ihr nicht mal... Warum geht ihr runter? Geht nicht runter, bleibt oben. Ach egal, seid auf aggressiv gestellt, dann kämpft halt, ist doch Wurst. So, Ochsenjochte. Da vorne müssen welche hin. So, da bitteschön einer, denn die sind voll, aber... Ah, wo gehen die hin? Wo holen die das Holz? Ey, warum fällt ihr da hinten? Seid ihr bescheuert? Fällt doch hier vorne. Ah, wir haben kein Holz, ja. Gut. Ist das halt so. Der Feind zerstört unsere Gebäude. Ja, das war's dann auch mit unseren Wölfen. Die müssen nur mal da vorne die Speer... Oh, da sind sie auf einmal alle tot. Ach, schön. Das sieht nicht gut aus. Wisst ihr was? Da starten wir neu. Ja, das war krass. Mein Freund. Das war krass. Mir gut gedient. Es betrübt mich. Okay, spielen. Ja, die Sequenz kennen wir schon. Okay, ach du Kacke. Wir machen erstmal Optionen, Spieleinstellung, die Spielgeschwindigkeit machen wir jetzt erstmal wieder auf Niveau, wo ich mitkomme mit meiner Gehirngeschwindigkeit. Also auf minus 100. Sie sind viel zu groß, als dass wir sie aufhalten könnten. Unsere einzige Hoffnung ist es, die Brücke nach Transsilvanien zu reparieren und zu fliehen. Ja, kriegen wir hin. Wir müssen jetzt ganz fix ein bisschen bauen. Ein bisschen bauen hiervon. Hier unten passt ja ein Holzfäller, passt ja hier unten hin. Da passt ja auch ein zweiter hin. Ja, da passt auch ein zweiter hin. Nice. Gut. Dann hier vorne eins, zwei, drei von euch. Ein Ochsenjoch darf auch noch. Ne, ein Ochsenjoch darf ich nicht stellen. Ich muss Gehöfte platzieren. So, etwas andere Angehensweise jetzt hier. Okay.
eine fette Mauer. Wir bauen erstmal nur diese Mauer. In der Burg gibt es ein großes Steinvorkommen. Wir müssen baldigst Stein abbauen, denn wir brauchen starke Wälle, wenn wir den Zorn eures Bruders standhalten wollen. Du sagst zwar Burg, aber ich weiß nicht, ob du wirklich weißt, was das heißt. Denn das ist hier keine Burg. Leider. Das ist ein Zustand. Okay, wir stellen hier vorne noch einmal eine Mauer auf. Das finde ich eigentlich ziemlich gut, tatsächlich hier vorne noch eine Mauer aufzustellen. Jetzt habe ich nur kaum noch Stein. Das eher ungut ist. Wie können wir dienen? So, die beiden Harpundinger hier vorne können nach hier um die Ecke. Jetzt habe ich echt kaum noch Stein. Scheiße. So, hier hoch. Bogenschützen. Ja, ich hätte ganz gerne noch eine Dingsbums gebaut. Ein Turm. Aber da habe ich gerade nicht genug Ressourcen für. Naja, muss ich ein bisschen auf Holz warten. Aber Holz kann ich mir Holz kaufen. Das heißt, da kann ich nochmal ein bisschen Holzfäller hier und sowas, ne, hinklatschen. Hast da unten noch einer hin? Das wäre auch einfach zu schön gewesen, hätte hier noch einer hingepasst. Ja gut, dann ist das etwas... Na, dann müssen wir so oder so jetzt hier vorne ein bisschen Stein abbauen. Zack, einer und ein Ochsenjoch kommt direkt daneben. Gut, dann haben wir das auch schon mal geklärt. Essen dürfte ja, 3 Äpfelfarmen dürften ja erstmal reichen. Aber weißt du was, wir geben unser ganzes Gold jetzt erstmal für Holz aus. So, um die Wirtschaft ein bisschen hier zu stärken. Das ist tatsächlich endlich mal eine Mission, wo man wieder eine Burg bauen muss und sowas. Irgendwie verkacke ich bei denen am meisten. Das passt ich wollte doch das gar nicht bauen. Ich wollte noch hier 1-2 Ochsenjochte hinsetzen, damit die hier auf jeden Fall bedient sind, die Boys. So. Gut, denn durch das Eisen kriegen wir sehr, sehr, sehr viel Money. So, unser letztes Gold können wir jetzt auch noch ausgeben. So, wir sollten... wir hätten auch das hier bauen sollen, ne? Eine Waffenkammer und eine Kaserne. Einfach ganz fix hier... Hör mal da vorne hin. Weil dort konnten wir ja Bogenschützen und sowas bauen. Da hatten wir ja 15 Stück schon. So, jetzt brauchen wir nur noch eine Fuhre Holz... eine Fuhre Stein. Und dann können wir 15 Bogenschützen wieder bauen. Wir brauchen ganz schnell Stein. Bitte, macht ganz schnell Stein. Wie ewig denn dieser Weg ist! Die sind noch nicht mal angekommen hier, um zu arbeiten. Ach, herrje. Ach, herrje. Ich muss meine Steinproduktion verschnellern. Meine Fresse, wie will man das denn schaffen? Hilfe! Ja, dann kann ich noch einen Holzfäller irgendwo hinsetzen. Das bringt sowieso hin irgendwo was. Dann daneben. So, von mir aus. Okay. Gut, und jetzt warten wir. Mehr bleibt uns gerade einfach nicht übrig. Wir müssen einfach warten. Ich könnte hier noch ein paar Speerträger hinstellen. Die werden aber auch einfach nur getötet. Wow. Hier brummt gerade der übelstes Auto her. Ach je. So, der Burkhard kann hier hintergehen. Kann von mir aus auch aggressiv sein. Okay. Gut, ich hoffe, dass die Leitanträger dann einfach hier alles hinstellen. Und dann erstmal unsere andere Burg hier nicht angreifen. Wäre mir ganz lieb. So, ihr könnt auch eigentlich hier runterkommen. Bringt euch aber nichts. Nee. Ich dachte, dann können sie hier runterkommen und dann können sie hier vorne einfach rumschillen und dann werden sie abgeschossen. Aber wenn die hier runtergehen und dann hier eine Leiter dran stellen, ist natürlich doof. Gut, ja, ich habe nicht genug Bauern dafür. Ja, gut, toll. Sire, die Wolfsmenschen, die ihr angeworben habt, sind eingetroffen. Nice. Jawohl, euch kann ich dann da vorne hinstellen, die kann ich dann gleich rausschicken, wenn es hart wird. Ich glaube, das war ein deutlich besserer Start. Ich glaube, ich speichere auch tatsächlich mal. Ente. Okay. Hi. Was weiß ich, speichern. Einfach nur, damit wir es gespeichert haben. Gut. Das sieht gut aus. Die Vorräte unseres Kornspeichers wachsen, Sire. Vorräte wachsen, wunderbar. Dann können wir auch ein paar Steuern eintreiben. Haben ein seltsames Wurfgerät mitgebracht, my Lord. Das ist der übelste Shit. Das ist der übelste Shit, dieses Wurfgerät. Jawohl, wir kriegen ganz viel Holz. Stein ist hoffentlich auch bald der nächste Ochse unterwegs. Gut, ich stelle mal einen Brunnen auf, denn die haben ja auch vorhin mal mit Feuerdingsbums geballert. Das war nicht ganz so angenehm. Ich würde auch hier gerne einen Turm hinstellen. So mit ganz vielen Bogenschützen. Ja? Ja? Nee? Ja? Nee? Nee? Dauert noch einen Moment. Okay, gut. Ist das Spiel sich noch nicht ganz einig, wann sie denn wirklich da sind und wann nicht. So, stellen wir mal einen Brunnen hier hin. Und wir brauchen natürlich auch noch Gehöfte. Da haben wir jetzt genau genug für. 1a. Und dann dürfen wir jetzt hierfür auch genug haben. Gut. Gut. Ein bisschen Nahrung ist natürlich auch noch ganz schön. Das dürfte dann erstmal auch an Nahrung reichen. Gut. Was gut wäre, wäre Stein, damit ich mehr Bogenschützen machen kann. Ich brauche noch 20 Stein. Ich hätte vielleicht einfach ein bisschen weniger ausgeben sollen an Holz, an Stein für die Mauern hier und so. Aber es dürfte jawohl, da ist die Ladung. Da ist die Ladung, die wir brauchen. Genau diese Steinladung brauchen wir.
um hier eine Kaserne, ich meine, eine Waffenkammer hinzubauen. Ja, die wäre super. Oh, wir können auch Feuerdrachlinge bauen. Oh, Menschenfallen, auch schön. Wir werden angegriffen. Oh, das ist auch nett. Dann können die ihre Pfeile anstecken. Wir sind bereit. Feufeu-Pfeile, wunderbar. Okay, wann ist der Steintransporter da? Ach ja, dann so in 20 Jahren ungefähr. Okay. Wir schicken, denke ich mal, jetzt direkt hier die Boys hin. Um hier vorne einfach die Vorhut wegzumachen, wisst ihr? Macht aber die Bogenschützen weg. Ja. Einfach bevor die Ritter und alles da sind, sollen die hier alle weg sein. Tötet die Bogenschützen, tötet die Bogenschützen. Alles wegmachen. Genau, das Ding hier auch mal direkt kaputt machen danach. Gut, das sieht gut aus. Die kriegt ihr alle weg. So, jetzt kommen die Armbrüste. Ah, ey, macht die aber noch bitte ganz kurz kaputt, bevor die Armbrüste euch angreifen. So, damit sind die ey! Töten. Gut, das dürfte reichen. So, jetzt rennt ihr vor den Armbrüsten weg, denn die Armbrüste werden gleich so oder so noch getötet. Okay, ihr wartet jetzt erstmal auf meine weiteren Befehle. Jawohl, die Bogenschützen kommen da gerade so hin. Warum steckt ihr das nicht an? Bogenschützen, vorbereiten. Wollt ihr das nicht? Feuerpfeile, Freunde. Ich habe das nicht umsonst dahingestellt. Ah, ist die Steinladung da? Nein. Oh, ein Ochse war gerade da. Habe ich genug Stein? Yes, 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 yes. Gerade rechtzeitig, gerade rechtzeitig. Gib mir Bogenschützen. Gebt uns nur ein Ziel. Rauf, 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 rauf. Okay, wunderbar. Bereit. Oh boy. Ja, ihr müsst jetzt ganz schnell angreifen. Macht die Dinger hier weg. Autsch. Macht das da weg, genau. Wunderbar, und jetzt das da vorne, bitte. 1A. Und jetzt das da. Gut, die Mauern dürfen nicht fallen, so haben die keine Chance hier hochzukommen. Wunderbar. Ja, jetzt die letzten Armbrüste hier wegmachen und die Bogenschützen machen den Rest. Ast rein. Freunde, das läuft, das läuft. Wunderbar, ihr wartet jetzt erstmal noch hier vorne. Denn ich glaube, dass hier könnten die Bogenschützen tatsächlich ganz gut hinbekommen. Noch ein paar können wir machen. Euer Zeichen, Sire. So, die können hier vornehmen. Wir brauchen noch eine Baumeistergilde. So, ein, zwei. Hallo, ein, zwei ihr von euch. Nicht genug Gold, um diese Einheit Mama auszubilden. Mia. Da, jetzt habe ich wieder Gold. War ordentlich. Gut. Können wir Pfeile und sowas kaufen? Ja, können wir kaufen. Wunderbar, 5 Stück. Das reicht mir. Da können wir einen von machen. Bogenschützen? Ah, Geld. So. Die Baumeistergilde kann dann hier erstmal das hier reparieren. Gold, um diese Einheit auszubilden. Ihr könnt auch von mir aus jetzt aggressiv machen, bevor ihr alle nacheinander abgeschlachtet werdet. Gut. Gut. Euer Befehl. Das sieht tatsächlich relativ in Ordnung aus. Momentan noch. Ich weiß nicht, wie lange das noch so bleibt. Wir müssen ein, zwei Ochsen hier vorne hin platzieren. Und ein, zwei von euch auch noch. Das ist ja unsere Haupt, ne, Money-Quelle später. Oh ja, die Ochsen werden gleich kommen, keine Sorge. Sobald ich ein bisschen Holz habe. Aber noch habe ich kein Geld, kein Holz, kein gar nichts. Wir sind eure Leute. Bogenschützen hier hoch. Der Burgherr, brauche ich die Fähigkeit gerade. Ja, noch sind keine Leiternträger da, die hier irgendwas. Guck mal, die kommen hier einfach hier zwischen. Und dann machen die hier nichts mehr. Wunderbar. Ast rein. Die Bogenschützen machen hier gute Arbeit. Nein, da kommen Leiternträger hin. Oh nein, Leiternträger kommen. Okay, wir müssen die Leiternträger aufhalten. Ganz fix die Leiternträger hier vorne auf. Bevor die hier vorne eine Mauer auf... die... Ne, und sowas hier dran stellen. Wäre ziemlich uncool. So. Das war ordentlich. Das war ziemlich gut, dass wir das gemacht haben. Puh, du bist aggressiv, aber wäre besser, wenn du in Wartestellung bist. Damit du hier nicht einfach rüberrennst. Gut. Die Baumeistergilde dürfte das da hinkriegen. Puh. Okay. Ich brauche mehr Eisen, ich brauche Ochsenjochte, ich brauche Holz, ich brauche alles. Echt ein Holz zu wenig? Ach, komm schon. Ach, kann ich wieder verkaufen, kriege ich wieder Money. Wunderbar. Dann hier noch einer hin. Und du bitte da vorne dran. So. Die kann man nämlich tatsächlich auch einzeln zuweisen. Oh, nice. Dann kann ich hier noch einen hinbauen. Wunderbar. Und noch ein Ochsenjoch da vorne hin. Das läuft. Das läuft. Oh, da werfen sie die Pfeile. Und da kommen wieder... Warte mal ganz kurz. Ihr müsst halt die hier fokussieren. So, die Leiternträger. Auf jeden Fall die Leiternträger. Denn die dürfen hier vorne keine Leiter dran packen.
Wir brauchen mehr Bogenschützen. Wir haben ja auch noch ein paar Speerträger. Die können wir auch mal hier vorne hinschicken. So, die haben halt dann Speere zum Runterwerfen, was ganz angenehm ist. Puh. Gut. Kostet tatsächlich ziemlich viel, das hier zu kaufen. Die ihr angeworben habt, sind eingetroffen. Nice, Wolfsmenschen sind da. Hallo, kommt her. 4 Stück nur. Hm. Weiß nicht, ob das reicht für die nächsten Angriffe. Ich würde aber ganz gerne 1-2 Wolf-Leute hier vorne hinschicken, um einfach hier die Lager kaputt zu machen. Oh, das Ding feuert ja immer noch. Ja, dann machen wir ganz kurz Halt. Denn 4 Leute reichen. Ihr solltet hier die Lager kaputt machen. Genau, wunderbar. Aggressiv auch bitte. Rennt von den Leuten weg. Ihr macht nämlich hier die Lager weiter kaputt. Nur weil da spawnen die ganze Zeit Leiterträger und das geht mir ein bisschen auf den Sack. So. Und wenn das kaputt ist, könnt ihr euch auch hier um... Nö. Ach, die paar Speerträger kümmern. Ich glaube nicht, dass einer von euch da noch verrecken wird, oder? Nee, die sägt ihr einfach so nieder. Astreine Arbeit, Leute. Der Leiterträger kann auch noch sterben. Ich möchte euch ungern in die Bogenschützer vorne reinschicken, aber... Nee, das mache ich dann noch nicht. Dann lassen wir das. Dann können die Werwölfe hier mal ein bisschen die Mauern weiter aufräumen, ne? So, sobald die den da vorne mal getötet haben. Hab das dann. Wunderbar. Und wieder hier vorne hin. Gut, das sieht besser aus. Das sieht deutlich besser aus als vorher. Ich brauche ein bisschen Stein, will ich ausgeben für 1-2 Türme. Machst du dich dann Feind für den Bau wahrscheinlich, ne? Ist natürlich doof, dass jetzt hier überall Feinde sind. Genau, so, jetzt kommen wir immerhin nicht auf die... Oh, jetzt wäre gerade eine gute Chance, glaube ich. Ja. Da seid ihr... Nein, jetzt kommen sie schon wieder. Ah, ich wollte hier vorne gerade einen hinsetzen, einen Turm. Ah, dann holt mal da ganz kurz... Mann, warum habe ich da noch eine Leiter? So, die Speerträger, die werfen da ein bisschen Sachen rum. Das ist aber in Ordnung. So, wird umgekippt hier alles. 1A. 1A, jetzt kommt ihr nicht mal von der Mauer runter. Ist natürlich ganz doof. Ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Das passt da nicht hin, my Lord. Warum passt das da nicht hin? Kann ich das nicht ein bisschen in die Mauer reinstellen? Leute, macht mal etwas Platz. Ich würde das hier gerne in die Mauer reinstellen. Das ist perfekt. Wunderbar. Bogenschützen. Ihr habt neues Zuhause. Einmal da oben rein. Oh, oh. Ihr kommt jetzt da halt nicht mehr runter. Scheiße. Ja, genau. Macht die Dinger da weg. Jawohl. Das ist wunderbar. Hey, das dürfte nochmal schießen? Ich glaub's ja wohl. Auf jeden Fall das da wegmachen. Okay. Dürft doch alle auf aggressiv sein, außer der König. Der König darf gerne von der Mauer wieder runtergehen, Kollege. Was ist denn dein Plan? Ich brauche ich, glaube ich, jetzt auch hier nicht mehr. Denn ich habe wieder etwas Stein angesammelt. So, ich denke, wir werden bald eine riesige Armee hier aufbauen können, denn wir kriegen so viel Eisen und sowas hier. Das ist... Ja, guck mal, wie viel Gold wir hier kriegen. Easy peasy. Da können wir wieder ein paar Bogenschützen kaufen. Und vielleicht haben wir ja... Wolf, wir haben genug Stein für noch so einen Turm. Boah, ich würde gerne noch so einen Turm hier hinstellen. Einfach hier vorne einen hin, weißt du? Wir sind zu dicht am Feind für den Bau. Hier ist kein Feind. Sag ich doch. Wunderbar. Dann packe ich da gleich eine Leiter dran. Wenn wir genug... Ich glaube, diese Bogenschützen quartiere ich dann mal um nach hier vorne. Ganz fix. Wenn wir die hier gerade hier alle leergeräumt haben. Oh, ich hoffe sogar, dass ein Leitenträger überlebt gerade. Denn dann können die hier runter. Radus Truppen greifen wieder an, Sire. Diese Welle werden mich nicht abhalten, Bruder. Oh je, das ist eine große Armee. Ach, du Kacke. Wir brauchen mehr Soldaten. Wir brauchen dringend mehr Soldaten. So, haben wir genug Holz? Nein, wir haben nicht genug Holz. Bogenschützen bitte. Unsere Bögen werden sehen. Und kommt rum. Es wird tatsächlich relativ eng hier. Alter, das sind viele. Ich hoffe, dass die Bogenschützen hier gute Arbeit machen. Ihr verpisst euch mal. Versteckt euch mal. Ist ja echt doof, dass die auf den Mauern gefangen sind. Jetzt könntet ihr runter. Oh, schön. Dann geht mal runter. Ihr seid frei. Wolfsmenschen, die ihr angeworben habt, sind eingetroffen. Hallo, ich brauche euch aber gerade nicht. Wolfsmenschen sind uns zur Hilfe gekommen. Oh, oh. 2 Leute leben noch. Wunderbar. Greift mal ganz schnell das da an, damit da keine Leitanträger mehr spawnen. Ganz schnell einfach da wegmachen. Cool, die lassen mich das einfach töten. Die KI ist blöd. Wunderbar. Wir sind bei Bogenschützen, macht mal alle bitte das Ding da weg. Wunderbar, und jetzt dürft ihr fokussieren, was ihr wollt. Jetzt dürft ihr ja alles. Alles. Feuert einfach auf alles und jeden. Macht Spaß. Macht richtig Spaß. Oh, Wolfsmenschen. Sogar samt Katapult. Schön. Die hier sind ja auch noch da, ne? Mit euch könnte ich eigentlich auch mal hier so ein... ja, keine Ahnung. Könnt alle hier vorne hinballern.
Einfach nur damit, ne? Falls da oben jemand hinkommt. Gut. Aber das ist ja erstmal, ihr seid erstmal in Wartestellung. Die Wölfe lasse ich mal hier. Genauso wie ich den König hier vorne erstmal in Wartestellung lasse. Ach, das Ding hier. Mach mal hier Befehl Stopp. Schießt du denn hin? Ach, Baumeister Gil kann wieder zurück. So. Ja, ihr drei, ja, dann kämpft halt auch. Was weiß ich. Boah, ihr haltet die da vorne ganz gut auf. Okay, aus Versehen rübergeschossen. Ist aber nicht so wild. Ich weiß nicht, ob die Dinger hier irgendwas bringen, aber sobald wir keine Truppen hier vorne haben, ist ja nicht so schlimm, dass die da vorne sind. So, wir haben wieder ordentlich Eisen und das heißt, wir können wieder ordentlich Bogenschützen machen. 19 Stück Sichtmacht. Das läuft. Das läuft. Hin, drauf, rum. Wenn wir die Welle hier voller Bogenschützen haben, können wir halt auch überall Türme hinklatschen, wo Bogenschützen drauf sind. Was uns nochmal ordentlich helfen wird. Und du hältst hier die Leiternträger auf. 1A. Zack, zack, zack. Okay, ich muss mal ganz kurz die Bogenschützen hier koordinieren. Ihr müsst nämlich hier die Dinger kaputt machen, denn die, wenn die Mauern weg sind, wäre schlecht. Das wäre ziemlich, ziemlich schlecht. Gut, danke. Jetzt dürft ihr wieder machen, was ihr wollt. Papa hat fertig geregelt. Bogenschützen, alles her damit, alles hier vorne hin damit. Wir könnten auch hier im Burgtor hinklatschen, dann könnten die auch rausrennen, wenn sie wollen. Würde ich ganz gerne machen, aber es sind wahrscheinlich gerade zu nah am Feind für den Bau, oder? Das passt da nicht hin, na, egal. So, irgendwo noch Geschosse, die irgendwas wegmachen? Nee. Du könntest mal ganz kurz da vorne die Leitern umschubsen. Möchtest du nicht. Okay. Gut, du bist tot. Schön, kann man machen. Ihr könnt eigentlich dann jetzt auch dich von den Mauern runterballern, wie cool. Ja, gönnt euch. Und? Hey, von den Mauern runter. Seid ihr blind? Von den Mauern runter. Na komm. Hä? Leute? Ich wollte jetzt hier einfach auf die, auf den Mauerbereich. Seht ihr denn? Könnt ihr ja kaum hinschießen. So, da. Feuert diesen Bereich an. Meine Güte. Okay. Wir können 14 Speerträger machen. Dann machen wir das mal. So, auf aggressiv. Wunderbar, könnt ihr euch auch auf die Welle hier stellen. Sobald wir dieses Ding hier fertig haben, schicken wir mal ein paar Wolfsmenschen hier rüber, die hier alle wegmachen. Sobald die hier alle geklärt sind. Aber das sieht gut aus, das schaffen die. Das schaffen die. Okay, gut. Wie sieht denn das hier eigentlich holztechnisch aus? Da haben wir wieder ein bisschen was gesammelt. Da können wir also nochmal hier... Zack. Und zack. Und batz. Wie viel Stein haben wir denn schon? Ach, guck mal. Schon... Ja, das wird. Okay, wir haben wieder hier ein bisschen Eisen, das können wir verkaufen, wunderbar. Und ich nehme auch schon 30 Minuten auf. Ich glaube tatsächlich, dass ich dann diese Folge hier unterbreche, denn es wird noch ein Weilchen dauern, bis wir hier fertig sind. Dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Zugucken und in der nächsten Folge sammeln und kämpfen wir weiter. Dann, tüdelü.